Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin's, euer Frederik vom Harry-Kanal. Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Ghost Recon Wildlands, zu der 7. Folge. Ich habe heute schon versucht, eine Aufnahme zu machen, habe auch deswegen auch weitergespielt, ist aber nicht weit geschafft, nur höchstens eine Waffe besorgt, eine sehr wichtige Waffe, die auch noch sehr entscheidend ist, besonders für morgen. Morgen ist nämlich etwas Spezielles, so eine kleine spezielle Nebenmission. Kein Easter Egg, sondern wirklich eine kleine Nebenmission, wo ich die aber sehr gut brauchen werde. Ich würde mal sagen, wir machen mal weiter. Ja, Stufe 11 sind wir jetzt. Fortschritt sind wir 8%, also wird so langsam mehr als unten die Kampagne, aber die ist ja nur so für Easter Eggs und so für Nebenmissionen zum Ausprobieren. Na gut, dann machen wir mal weiter. So, da sind wir, und zwar in der Provinz Montuyuk. Haben hier raus die HDE, das beste Scharfschützengewehr, rausgeholt. Die brauchen wir nämlich für morgen. Für morgen ist nämlich etwas, wie gesagt, eine Nebenmission geplant. Da gibt es, ich verrate ein kleines bisschen, aber nicht allzu viel. Da gibt es einen Gegner, der hat es in sich. Ein Gegner, wie gesagt, ne? Und, da ist die HDE wirklich stark vom Nutzen, denn ich habe auch mit der anderen Kampagne, wo ich Stufe 17 jetzt bin, zwar nur 5%, aber Stufe 17, da habe ich 25 Anläufe, glaube ich, gebraucht, um ihn wirklich niederzuringen. Und das habe ich am Ende wirklich mit der HDE geschafft. Die hatte ich bei dem auch vorher nicht gehabt, die habe ich mir dann auch erst später besorgt. Und ja, ich muss ja gucken, dass ich auch wirklich mein Team vor allem mein Team, die Fertigkeit mit dem Team, hier geborene Anführer sehr schnell bekomme. Und Rebellenunterstützung, Verstärkung, sollte ich am besten auch gucken, dass das sehr hoch ist. Weil ich werde viel, viel, viel Feuerkraft brauchen. Nicht nur meine, sondern auch von den anderen. Und das wird da. Aber viel habe ich hier auch nicht gemacht. Gut, ich habe jetzt hier ein bisschen die Ortschaft gemacht. Ich habe jetzt auch höchstens hier vom Vorratslager. Da musste ich Mörsermunition in die Luft jagen. Das habe ich hinbekommen, aber sonst nichts, weil ich bin hier ständig gestorben. Da musste ich nämlich drei Kartell-Ausbilder zur Strecke bringen. Da bin ich die ganze Zeit gestorben. Da gab es zwar die HDE, die war hier. Die habe ich rausbekommen, aber auf der Flucht bin ich gestorben. Trotzdem hält man die Waffe dafür, und ja. Also, viel habt ihr nicht verpasst. So, ja, was kann ich denn noch über den Gegner verraten? Es gibt da einiges, was ihn hoffentlich aber auch nicht zu viel verrät. Die Spieler, die Zuschauer, die das Spiel hier schon kennen und auch selber spielen, die werden, glaube ich, schnell darauf kommen, von wem ich spreche. Diejenigen, die diesen Krieger kennen, oder ja, es ist ein Krieger. Er ist aus einer langen Filmreihe, welches Jahr ist er? Ich will auch den Filmnamen nicht verraten, ne? Ich will auch nicht verraten, wer da wirklich Hauptschauspieler war, und 1987 ist er zum ersten Mal aufgetreten bei einem Sci-Fi-Horror-Action-Film und ist dort auch, hat auch eine große Fangemeinde, Community-Gemeinde. Ich habe auch einen ziemlich großen Respekt vor dem. Ich bin zwar nicht so krass der große Horror- und Sci-Fi-Film-Fan, aber diese Filme finde ich schon gut gemacht, ist ganz gut, auch wenn es nicht real ist, aber es ist interessant und auch gut gemacht, auch mit viel Action, auch die ganz gut gemacht ist. Und dieser Krieger, der spielt dort in einigen der Filmen
nicht in allen, in einigen aber, oder in sehr vielen, eine ganz, ganz große Rolle. Der hat Menschen als Gegner, aber auch andere hat er als Gegner. Und ja, wie gesagt, es ist ein Krieger. Sage ich jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal. Und der ist. Wie soll ich. Das ist jetzt schwierig. Wie soll ich das jetzt quasi verraten, ohne zu viel zu verraten? Das ist jetzt eine Sache. Der Krieger, ja, der hat einige Tricks drauf. Er ist stark. Er ist kein Mensch. Ne? Stark, schnell. Technologisch, ja, ist er uns weit voraus. Hier im Spiel one-shottet der auch. Also, so wie beim Yeti, bin ich für ihn auch nur ein One-Shot. Und, ja, gut. Da muss man sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Es wird morgen auch sehr wahrscheinlich ein langes Video machen. Ist tolles Deutsch. Wird morgen ein langes Video machen. Es wird morgen ein sehr langes Video werden. Sehr wahrscheinlich. Ich habe wirklich es nur einmal geschafft und habe dafür 25 Anläufe gebraucht. Und ich werde das morgen dann, wenn ich auch mehrere Anläufe brauche, werde ich auch quasi so keine Killcam, sondern eine Killlist machen. Wie oft hat er mich gekillt, bis ich ihn gekillt habe? Das mache ich. Da werdet ihr dann so sehen, okay, werdet ihr sehen, wie oft ich gestorben bin. Also, wann er mich komplett getötet hat, weil er kann mich ja einmal abschießen, dann braucht ein Kamerad mich wieder zu beleben und dann braucht er mich nun auch nur noch, ja, danach noch einmal abzuschießen, dann bin ich komplett tot. Also der Moment, wo ich komplett tot bin, werde ich dann ja, anzeigen. Werdet ihr dann sehen und ja, wird auf jeden Fall witzig. Denke ich mal. Es wird auch sehr anstrengend für mich, das sage ich jetzt schon mal, weil wie gesagt, er haut richtig rein, richtig. Also diejenigen, die das Spiel selber spielen, PSM Kriegsreporter, der hat mich zum ersten Mal darauf gebracht. Gut, er ist auch mein Onkel. Der hat mir verraten, was das für eine ist. Der hat mir auch Tipps gegeben. Man muss aber erstmal die Tipps auch ganz gut umsetzen können, damit die auch klappen, ne? Also, und da habe ich auch wirklich am Ende quasi als letzte Not gesehen. Die HDI geholt und musste wirklich öfters Kopfschüsse verteilen. Also der hält auch einiges aus vor allem. Und der, ja, der haut richtig rein. Ja, dafür brauche ich, die habe ich mir ja schon besorgt, die HDI, aber ich werde sogar den Schalldämpfer entfernen müssen, weil ich brauche die komplette Feuerkraft. Es ist auch egal, ich kann mich vor dem gar nicht verstecken. Der sieht mich immer. Und ja, wie ihr seht, HDI gerade mit einem Schuss durch den Motorblock Gegner besiegt. Und das mit einem Schalldämpfer und ohne Schalldämpfer ist sie noch heftiger drauf. Das ist auch hier das beste Scharfschützengewehr im Spiel, was man bekommen kann. Ne? Und damit brauchte ich wirklich eine lange Anzahl an Kopfschüssen. Ich meine, 20 oder so. Habe ich gebraucht, um ihn zur Strecke zu bringen, ne? Also es liegt an einem, auch an einem selber, an das Team auch, ne? Ich brauche wirklich viel Unterstützung, vor allem von den Rebellen brauche ich sehr viel Unterstützung. Und ja, ich werde jetzt auch wirklich gucken, dass ich Rebellenmissionen hier mache, die dafür sorgen, dass ich viel, weil zurzeit kann ich, das kann ich euch jetzt euch mal zeigen, Fertigkeiten hier, Rebellenunterstützung. Verstärkung kann ich nur ein bis zwei Rebellen anfordern, bis jetzt nur, ne? Ist noch nicht viel. Die Rebellen, die haben dort die Unterstützung, die haben dort überhaupt keine Chance. Die dient mir jetzt krass gesagt als Kanonenfutter. Anders wird das aber auch nicht gehen.
Ne? Also, das wird jetzt, da muss man wirklich, ja, das Herz verhärten lassen und sagen, ah, muss jetzt sein. Ja, und ja, es wird sehr, sehr fordernd. Ich würde, ja, anders vorgehen müssen. Wie gesagt, verstecken hilft nicht, er sieht einem. Und, ja, aber es wird sich am Ende lohnen, denn dafür bekommt man, ja, wenn man in der Musik kriegt man eine Belohnung. Etwas, ein Ausrüstungsstück, das werde ich dann auch hier drauf anlegen, also auf den Charakter drauf tun. Und das wird sehr hilfreich sein. In dem Sinne, was das Thema Aufklären angeht, da werde ich wirklich dann schon mal einen stärkeren Vorteil besitzen, als ich es jetzt besitze. So viel zu Mission morgen. Jetzt Mission jetzt. Wirklich viel Erfahrung sammeln, viele Punkte bekommen. Und ja, wie üblich wenig zu sterben. So. Deswegen werde ich da jetzt auch sehr viel eher mehr rumlaufen. Sicarios abknallen. Einen halben offenen Krieg quasi führen. Nur zwei. Wie nur zwei? Und morgen werde ich auch vor allem. Ja, genau. Ja, lang wird das sein. Es ist kein Easter Egg. Es ist, wie gesagt, eine kleine Nebenmission. Die. Ist für was anderes gedacht. Für eine kleine. Und ja, die Easter Eggs, die sind ja hier im Spiel ja eigentlich meist auch auf was Historisches bezogen, haben auch einen historischen Hintergrund. Das hier nicht direkt, es hat einen historischen Filmhintergrund. Einfach, aber mir auch nicht. So, mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich werde da auch wirklich. Maschinengewehr. Ah ne, wobei Maschinengewehr nicht, aber ich werde Maschinenpistole. Wobei, ja genau, könnte ich jetzt mal gucken. Ausrüstung, Maschinenpistole. Sturmgewehr, nein. LMG, nein, Maschinenpistole, okay. Ja. Ja, gut. Gut, ich mache heute nicht nur dieses Gebiet, ich mache auch anderes Gebiet. Ich suche nämlich jetzt diese. Remanzo. Diese 9 mm C1, das ist meiner Meinung nach eine ziemlich starke Maschinenpistole, die ist leicht handzuhaben. Gut, hat kann keinen Schalldämpfer drauf mont man kann keinen Schalldämpfer drauf montieren. MP7 auch nicht schlecht. Ja, MP7. Ja, genau, ich hole mir jetzt mal einfach die MP7. Ich brauche jetzt wirklich Waffen vor allem. Für morgen. Waffen, 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 Waffen. Ich hoffe, ihr versteht das. Weil ich verkacke morgen sonst. Gut, ich werde sowieso verkacken, aber es wird einiges abverlangt. Sag ich jetzt, glaube ich, schon zum x-ten Mal. Warte, hier war doch irgendwie so ein. Sp ja, MDR? War das aus also MDR? Also wer sich heute wirklich auf etwas Mission, ja gut, Mission werde ich auch machen. Hier, Kampagnenmission mäßig, ne? Aber ich werde wirklich Schwerpunkt aufleveln haben, ne? Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Ich hoffe auch, ihr versteht das und es wird sich auf jeden Fall lohnen danach. Schrotz, ja, also ich habe wirklich mit vielen probiert, ne? Ich habe Minen gelegt, ich habe wirklich, ich habe alles probiert, bis um ihn fertig zu bringen. Gut, kann jetzt auch sein, dass ich das morgen besser hinbekomme, dass ich nicht so viel dann
ist das, finde ich, nicht schlecht, wenn ich das morgen so ziemlich gut hinbekomme, dass ich nicht so oft sterbe. Ich werde jetzt mal hier hinreißen, dass. Ah, ich werde jetzt einfach. Was mache ich jetzt einfach? Ich mache jetzt einfach hier. Mission. Aufleveln, hochstufen. So. Weil morgen, boah, das wird. Wie gesagt, es kann sein, dass ich jetzt auch morgen das wirklich so mit dem ersten oder nicht so viele Anläufe brauche wie zuvor, aber man muss mit dem Schlimmsten rechnen. Ne? Ich bin da jetzt wirklich realistisch. Ich habe da beim letzten Mal wirklich so nicht nur viel Scheiße gebaut, es ist auch so viel schief gegangen einfach. San Mateo Alpha sind wir jetzt. Kann auch sein, dass morgen wirklich auf Anhieb klappt, ne? Weil, wie gesagt, ich weiß die Taktik, aber ich habe auch bei der Taktik auch einige Versuche gebraucht, um es wirklich hinzubekommen. Und ich werde da jetzt nichts, keine Hand ins Feuer legen, dass es auf Anhieb klappt, ne? Also, ihr werdet es sehen, ihr werdet es, glaube ich, auch lieben und ihr werdet auch erstaunt sein. Wie gesagt, anderer Charakter, anderer, ja, Kampagne. Schwierigkeitsgrad einfach. 25 Anläufe. Spricht schon mal dafür, dass dieser Krieger, dieser Gegner, wie gesagt, ein Gegner. Ein Gegner. Ich glaube, ich werde dieses ganze Video nur noch sagen, dass das schwer wird morgen, aber ein Gegner. Und der hat mich wirklich zur Weißglut gebracht. Ich habe da mehrere Tage probiert. Und es nicht auf Anhieb geschafft, ne? Also ich musste auch, ich habe mich auch Schlecki LP, der hat da auch Tipps gegeben. Ich bin hab's jetzt aber da wirklich nicht hinbekommen mit seinem Tipp da wirklich klar zu kommen, weil ich aber auch einfach nicht die richtige Waffe hatte. Und gut, jetzt höre ich mal auf. Ich werde jetzt einfach mal hier hoch meinen Charakter so weit hochstufen, wie es einfach nur geht. Weil ich möchte jetzt auch nicht den ganzen Tag zocken. Wir haben nämlich jetzt die Tage Kirmes. Nicht die Tage. Wir haben heute Kirmes. Ich werde das Video dann bearbeiten, hochladen und dann auf den Kirmesplatz gehen. Ich werde mir da auch nichts großartig kaufen. Ich werde einfach nur dahin gehen, mal sehen, wie dies Kirmes sein wird. Aber ihr werdet jetzt sehen. Guck mal, er hat schusssichere Weste. Habt ihr ganz oft gesehen, es wirkt ganz gut. Es kann ganz gut was abhaben.
HDI durchschlägt das. HDI, wenn auch, kann auch ohne Schalldämpfer mit einem Schuss einen Helikopter runterbringen. Das schafft man mit Schalldämpfer auch nur, aber dann mit der Fähigkeit Schalldämpferreduzierung. Das macht, weil ein Schalldämpfer, der reduziert die Durchschlagskraft hier im Spiel. Und ich werde kotzen, ich werde heulen. Ich werde es aber auch durchziehen, auf jeden Fall. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ich werde es durchziehen, ich werde es... Auch wenn ich da x-tausendmal wirklich sterben muss. Weil das, was der, was ich davon bekomme, das will ich auf jeden Fall. Das... ist... Das bringt so einen großen, enormen Vorteil, was das Thema Sicht und Aufklärung hier meines Charakters angeht. Da, ja. Aber gut, genug geredet. Nee, sah so gerade aus, als ob da irgendwas geblinkt hätte. Ne, also Aufklärung hier, so es gibt ja es gibt ja hier Nachtsichtgerät, das hier, und es gibt Wärmesichtgerät, das kann ich ja auch noch verraten hier, und das Wärmesichtgerät, das, was ich dann, ja, das wird dadurch noch besser. Gut, dafür muss ich auch erstmal die Fähigkeit Wärmesichtgerät haben. Nachtsichtgerät wird hier sehr, morgen sehr vom Nutzen sein. Besser noch als das Wärmesichtgerät bei den Gegnern. Weil der Gegner, der sagt, fuck off, Wärmesichtgerät, ihr werdet mich nicht sehen. Mit Nachtsichtgerät kann man ihn einigermaßen besser aufklären. Aber nee, Frederik, komm, halt die Schnuss, du verrätst schon fast alles. Ich hatte jetzt echt die Schnuss und, ihr werdet es morgen sehen. Ich will euch wirklich da, eigentlich, ja, man kann sagen, alles, ja, viel verraten, aber... Ich will auch nicht zu viel verraten, ne? Könnt ihr, glaube ich, ganz gut verstehen, weil... Soll ja auch ein bisschen Spannung haben, ne? Weil wenn ich jetzt sage, oh, das ist der und der Gegner, dann... Oh, so, okay, okay. Ne, weil vielleicht gibt es einige Fans von diesen Gegner, die hier meine Videos anschauen. Die Drohne ist oben. Fuck, ich muss weg. Ich muss da weg, ich muss da weg, ich muss da weg, sonst werde ich gesehen. So, besser. Deutlich besser. Ihr Nomad, was gibt's? Bin in Position. Hier meine Koordinaten. Also, bei dem Gegner, da sind eigentlich... Lasst euch nicht sehen, lasst euch nicht hören und keine Toten. Da sind... Ich sag jetzt wirklich mal ohne Übertreibung, da sind alle anderen Gegner hier nichts gegen. Das ist ziemlich der schwerste Gegner, den man hier haben kann. Meiner Meinung. Gut, ich habe bis jetzt auch noch nicht gegen alle... Ich habe noch nicht gegen den... Ich habe noch nicht gegen den großen Chef noch nicht gekämpft, und aber ich kann wirklich eher mehr behaupten, das ist der schwerste Gegner. Komisch, dass der Scharfschütze mich da nicht sieht. Okay, warte. Zwei, du gehst auf den da. Ich schnapp mir den Scharfschützen, weil ich möchte nicht zu viel entdeckt werden. Weil, das habe ich, ist mir irgendwie, ist vielleicht eine Theorie, vielleicht ist das auch nur Quatsch, ne? Aber je weniger ich gesehen werde, desto schneller wird das auch mit dem Levelaufstieg hier, ne?
Ich brauche wirklich. Hab ein drittes Ziel. Ein hohes Level eigentlich. Boy. Schwierigkeitsgrad schwer und der Gegner morgen, ey. Wenn der hat mich wirklich. Der hat mich zur Verzweiflung gebracht. Ich hab wirklich gedacht, nur noch. Ey, der ist nicht zu töten. Das ist unmöglich. Nee, das ist nicht unmöglich. Man muss erstens wissen, wie. Ne, weil man muss Vorbereitung haben. Das auf jeden Fall. Ich gucke jetzt, dass ich mich wirklich so gut vorbereite, wie es nur geht. Seht mal da, Waffenkiste. Ach, haben wir uns gegenseitig getötet. Aber ich verblute nicht. Du schon. Klopf, klopf, wer ist da? Die Demokratie! Der Witz ist so scheiße. Ich hätte dieses Meme, glaube ich, gar nicht schon sehen dürfen, ey. Mit den US-Soldaten, die da eine Tür irgendwo in Irak oder Afghanistan eintreten. Und da steht dann, klopf, klopf, wer ist da? Demokratie! Alter, scheiße. Gefaltete Schulterstütze. Für was war das nochmal? Für MG, glaube ich, ne? Nein. So, wo jetzt hin? Das hier werde ich brauchen. Ich würde eigentlich sagen, ich brauche eine Armee. Und das ist keine Übertreibung. Ja, ich fliege mal mit dem Helikopter. Oh, ich dachte, das wäre ein Sicario, ey. Boah, ich freue mich schon irgendwie schon auch drauf. Irgendwie freue ich mich, den morgen wieder zu begegnen, weil das war wirklich ein Gegner, der gefordert hat. Aber boah, ich kann auch nicht aus. Aber irgendwie habe ich auch Schiss davor, ihn wieder zu treffen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe Schiss vor einem Spielgegner, der nicht echt ist und hier ist eine G28 habe ich doch schon, oder? G28 habe ich schon, ja, dann brauche ich. Stimmt, das habe ich ja schon abgeschlossen oder so. Oder, nee, nicht ganz. Ah, gut, kann ich auch machen, ne? Nachdem ich das hier mal geholt, das da geholt habe. Nein, ich mache das. Erstmal. Sehe nicht, das ist ein Stutz, eine Festung fast. Das Kartell hält wichtige Gefangene in einem Lager in den Bergen namens La Caselle del Pueblo gefangen. So, wie gehe ich jetzt vor? Von oben nach unten am besten. Weil die da unten würden nicht mitbekommen, was oben abläuft. Das heißt, ich werde, ja gut, den Hubschrauber, den werde ich jetzt auch behalten. Ich kann auch wirklich morgen da keinen Hubschrauber benutzen, leider.
Würde, glaube ich, sowieso nicht viel bringen. So, das kriege ich jetzt besser hin als beim letzten Mal. Scharfschütze im Turm. Aus. Warum mache ich Licht aus? Ganz einfach, damit kann der Gegner mich nicht so einfach aufklären. Ich bin nicht geblendet. Okay. Alarm. Anlage. Aus. Der Alarm ist jetzt aus. Ah, Gegner hat bis jetzt noch nichts mitbekommen. Irgendwo hier müssen wir Informationen finden können. War irgendwie auch heftig hier mit dem Gefängnis. Hinlegen, Drohne raus. Bis jetzt ganz gut, noch gar nicht aufgeklärt. Gut. Eigentlich ist das bei mir immer doch am Anfang. Am Anfang werde ich nicht so einfach aufgeklärt, dann passiert doch irgendwas immer. Dass irgendwie ein Schuss daneben geht und dem Gegner dann verrät, dass ich da bin. Wahrscheinlich automatisch. Also tot im Generator? Zuerst mal finden. Also los. Genau, der Stromgenerator, wo ist der? Wo war der nochmal? Wo war nochmal der Stromgenerator? Ich meine, der wäre nicht weit von dieser Alarmanlage. So, Alarm in diesem Bereich nicht mehr möglich. Gut. In diesem Bereich, aber es geht dort hinten noch weiter, weil man muss ja irgendwie in die Schlucht reinkommen und das haben die ja auch abgesperrt. Hier ist ein Generator, sollen wir mal den Strom abstellen? Bin ich jetzt zu blöd, um andere, um den Gegner aufzuklären? Das waren doch eigentlich immer mehr. Wo sind die? Konnten sich natürlich irgendwo im Gebäude verstecken. Genau, irgendwo hier oben, meine ich, wäre auch noch einer. Oh Gott, jetzt glaube ich... Ne, jetzt... Oder? Komme ich da noch hoch? Ja, komme ich noch. Gut. Ich
meine, der wäre auf der anderen Seite irgendwo. Jemand mit einem Maschinengewehr. Und das haben die Sicarios hier klugerweise von oben auch abgesichert. Muss die Reichweite meiner Drohne erhöhen. Die wird mir morgen auch nicht viel helfen. Ich muss nämlich in einem Bereich bleiben. Ja, hier geht es nämlich noch weiter. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Also noch kurz was zu morgen. Jetzt sage ich, glaube ich, zum fünften Mal, es wird lange Mission, aber es wird auch lange, weil ich mich auch erstmal zu den Gegnern hinarbeiten muss. Ne? Also so quasi wie so auf zu einem Boncho hier in irgendeiner Region. Muss man sich ja auch hinarbeiten, da muss man auch erstmal das und das sammeln, die umlegen und den umlegen und diese Information bekommen und so weiter und so fort. Und ja, so in etwa muss ich auch vorgehen. Ich muss da ein paar Gebiete abklappern, muss da was untersuchen. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Okay, Ziel markiert. Brauche neue Position. Und ja, Professionalität ist auf jeden Fall morgen sehr stark gefordert. Noch kein Gegner, der uns bemerkt hat. Ey, das ist gut, das ist sehr gut. Ich weiß, hier lauern noch irgendwelche rum, da sind noch welche. Runterspringen, Fallschirm öffnen, dort am besten landen, dann kann ich dort nämlich weiterwirken. Ja, so mache ich's. Wenn es klappt. Ja, weil hatte ja auch schon ganz oft da mal probiert, Fallschirm zu öffnen und da bin ich mit dem Kopf voll kommen, irgendwo gegen geknallt. Nee, dürfte hier klappen. Fallschirm! Och man! Das meinte ich! Gut, jetzt bin ich nicht mit dem Kopf irgendwo geknallt, aber jetzt muss das klappen, ey, komm! Oder? Warte! Hab ich überhaupt die Fähigkeit, Fallschirm zu springen? Weil sonst kann ich das vergessen. Fallschirm? Ja. So, nichts weiteres als Fallschirm zu drücken. Fallschirm! Alter! Ihr hört, ich klappe schon fast auf die Leertaste.
Aber gut, so kommt man auch runter. Was ist da los? Warum geht der Fallschirm? Der verfickte Fallschirm nicht auf. Brauche ich Anlauf? Ich glaube ja. Ich probiere es mal mit Anlauf, Fallschirm. Dann gucke ich, dass ich da ungefähr lande. Also auf diese Platte da. Falscher! Nicht. Hey, ich verprügle hier schon fast meine Tastatur und es aktiviert sich nicht. Komm, da steht doch einer. Da steht doch einer. Warum liebt er mich nicht? Traurig. Echt nicht bauen, öffnet sich nicht der verdammte Fallschirm. Ja, komm, machen wir ihm erstmal noch das hier holen. Die Zieloptik für Scharfschützengewehre. Ich weiß schon, was das für eine ist, aber die gefällt mir nicht, aber trotzdem. Es haben. Weil Klettern geht automatisch sofort. Ja, nicht automatisch, sondern sofort.
Jetzt muss das klappen. Das muss klappen. Das wird klappen. Komm schon, ey. Ich drücke mit dir. Meine Mauspad vom Laptop habe ich überklebt, nicht überklebt. Ich glaube, das liegt daran auch, dass das ein bisschen, das was ich da überklebt habe, irgendwie ein bisschen im Weg ist. Oder einfach Leertaste ist irgendwie bescheuert dumm. Ja, komm, da steht schon wieder jemand und der sieht so sehr schon gut. Sehr schön! So, hoffentlich klappt das jetzt mal besser. Ne, komm, lecken. Woanders hin. Ja, das ist gut, das ist gut. Oder? Warte mal, ich, ja? Langer Lauf für Scharfschützengewehre. Ich muss mal gucken. HTE. Langerlauf bedeutet ja auch wiederum etwas Standardlauf. Langerlauf, genau. Schaden, Präzision und Reichweite ist dadurch deutlich erhöht. Und Durchdringung auch. Also für morgen super gut. Ist zwar nicht handhabbar, aber trotzdem. Okay, dann werde ich mich mal dort in die Ecke, hier Itakua Echo hin teleportieren und dorthin laufen. Hallo mit, mit der Klippe. Morgen stärkeres Sturmgewehr als das G36. Da muss ich leider einsehen, das G36 hat da wirklich nicht so starke Chancen. Ich werde zwar hauptsächlich mit der HDI kämpfen morgen, aber ab und zu mal werde ich auch zu etwas greifen müssen, was schneller schießt. Ja, dann werde ich mir die AK-12 oder ja, 47 oder 12 oder auch beide mal am besten holen. Jetzt gleich. Wie wir später ganzes Karius hier von der Grenze wegkommen.
Ich habe raus oder habe gelesen, ich bin euch bei Facebook auch auf einer deutschen Community von Ghost Recon Wildlands. Da ich habe mir davon erzählt, dass es zwei Arten von Enden gibt. Das eine erreicht man, wenn man keine 100% von Sicherheit in allen Gebieten erreicht hat, und das andere, wenn man 100 überall hat. Ich möchte die 100 überall hinbekommen, aber ich frage mich, wie. Müssen wir jetzt erstmal eine gute Lücke hier finden. Lücken gibt es da eigentlich gar nicht in diesen Zäunen, an den Grenzzäunen. Gibt es nur eine Möglichkeit mit dem Auto. Gut, sind wir sowieso schneller unterwegs, also was soll's. Als ob wir gleich irgendwo einbrechen müssen, manchmal etwas hacken müssen. Oh, das ist ein Bauer! Oh, fuck! Ich dachte, das wäre einer vom Kartell oder von Unidad. Die hat sich dann unter Fahrer genommen und dann überfahren. Wir müssen doch nicht irgendwo regelrecht einbrechen. Gut, wir müssen jetzt in eine Kaserne einbrechen oder in ein Lager einbrechen und... Das kann ich morgen nicht machen, wenn ich nämlich einen bestimmten Bereich morgen des Gegners, da kann ich keine Unterstützung, Mörser, Feuer oder sonst noch was anfordern. Also, bin ich, soweit ich in diesem Gebiet bin, auf mich alleine gestellt. Hart, aber ist nun mal so. Auf dem Handy, das hat sich plötzlich aktualisiert und da hat sich ein neues Lied auf. Und dieses Lied, die Stimme passt, das Lied ist gut.
Ey, leck mich doch! Ich guck mal ganz kurz fast, ich hab da irgendwie so einen Verdacht. Ja, guck mal kurz die Seiten durch dazu. Kidnappen, halten Sie? Ja, diese Festplatte muss sehr stark. Das sind Kidnappen. Einschüchterung. Mission. Das ist Match Blitz. Matchman, das ist ein Matchman. Der Euro. Libertad, Carrier. Jetzt sind die Folge. Hat der leider nicht geklappt. Ja, erstmal diese Akte. Genau, die wird das machen. Los. Das betont, es ist wichtig für mich morgen. Was ausrüstungstechnisch angeht. Denn es ist natürlich das morgen nicht so gut hin. Auch wenn ich jetzt weiß, wie ich probieren kann, so muss trotzdem die Vorbereitung auf jeden Fall stimmen. Markiert. Wir haben noch ein Tango, wir haben ein drittes Ziel.
Was ist das? Hey Mente. Wenn das, wenn jemand Spanisch kann, bitte übersetzen, mal. Versorgungsheli. Den kapern wir für die Rebellen. Die können sicher was damit anfangen. Ich sehe einen Scharfschuss.
mal professionell, oder? 10 Punkte. 10 von 10 Punkte. Oder? 10 von 10. Ja, mit der einen blinden Schuss, da wollte ich jetzt das Schloss hier aufknacken. Beim Mörder ist gar nicht zum Spaßen. Ja. Ich weiß, ich habe auch gesagt, ich will mich hochstufen. Gut, ein bisschen anders, aber das ist nicht mehr gut, dass ich da finden. Gut, gut, Widerstand. Leben, Wissen. Thank you.
Sauber. Alles Paletti? Die sehen ein bisschen nervös aus. Ihm gegenüber und du schießt nicht. Der Heli ist voller Zeug, das die Rebellen brauchen. Holen wir ihn uns. Wo kommt der auf einmal? Jungs! Mensch! Was soll das Scheiß hier? Wirklich? Sind nicht im Urlaub! Ein Auftrag auf zu. Und ihr seid nur noch am Schlafen, als ob ihr im Urlaub wärt. Was soll das? Den kriegt ihr mit! Den kriegt ihr mit! Ich auch mit! So, ich reste noch kurz ein, danach verabschiede ich Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir einigermaßen. Allgemein, 6 Leben. Das letzte war das Beste, was ich problemlos, ohne groß aufgeklärt zu werden, hinbekommen. Ne, das vorletzte war das. Das letzte, würde ich sagen, 6. Ne, schlecht. 4 Punkte. Immer mehr und mehr, irgendwie 2 irgendwo noch versteckt waren und die nicht abgedeckt worden. Ja, wie würdet ihr es bewerten? Schreibt mir. Bewertet das Video auf mal.
auch, teilt das Video auch und freut uns. Falls ich abonniert bin, ich bin immer noch. Es wird auch so lange stehen, bis ich das. Das wow, auf jeden Fall wow. Also bis zum nächsten Mal, ciao.